Aha. Ach was. Ja, natürlich. Klar. Ist schön. Ja, euch habe ich ja auch irgendwie vermisst. Oh, wie cool. Ja, ich bin ein Echsenkrieger. Da. Ich komme aus der Hölle der Finsternis. Bla. Und ich werde dich irgendwie mitnehmen in mein Reich. Und dann wirst du ziemlich qualvoll sterben. Und es wird dir nicht gefallen. Nein. Blöd ist nur an der Sache, dass mir das total am allerwertesten vorbeigeht, weil ich weiß, dass du ein ziemlich einfacher Geselle bist. Kannst du jetzt bitte einfach mal, genau, das mehr wollte ich doch gar nicht. So, zack. Helmspalter! Ich kann nicht runterfallen, oder? Ich hoffe doch nicht. Zack. Ja, Mensch, das war ja. Wow, das war erbärmlich. Okay. Und dafür habt ihr mich jetzt hier aufgehalten. Das ist auch unfassbar. Es geht alles irgendwie zu einfach. Ah, du hältst einen kleinen Schlüssel, eröffnet dir Türen. Wo soll man denn da noch die Motivation hernehmen, irgendwie seine Prinzessin zu retten, wenn das hier alles so schnupsi-pupsi ist? Das ist ja unfassbar. So, okay, dann gehen wir jetzt immer auf die andere Seite. Puh, vielleicht ist da ja irgendwie mehr los oder so. Ich weiß ja nicht. Komisches Schloss. Hier hätten so ich mal ein paar mehr Leute hinstellen können. Im ganzen Reich stehen wirklich Hunderte und Aberhunderte von seltsamen Viechern herum, die einem ans Leder wollen. Und das Schloss selber, das ist weitestgehend verwaist irgendwie. Also. Ah. Oh. Da ist mein Master Schlüssel. Da sind komische Typen mit. Ja, gut. Wie jetzt? Hä? Was war das? Was war das? Ich wurde getroffen? Nein. Hä? Was? Wie? Wo? Was? Wer bitte? Ich versteh's nicht. Was? Wie? Wo? Boom? Hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Was zum Teufel? Ja, wo kommst du denn her, mein Süßer? Ja, was machst du denn? Ja. Oh! Bazooka, ja sicher, genau. Ich will auch eine Bazooka. Ich finde alle möglichen Scheiß-Items im Spiel, aber keine Bazooka. So, okay, die Kavallerie ist da. Ich werde unterstützt gewissermaßen. So ein paar Leute, die versuchen, mit mir das Schloss zurückzuerobern. Es ist klasse. Ich will auch so eine Bazooka haben. Ich will so eine Bazooka haben. Und dann diese Bazooka-Zanto mal so richtig schön gegen also den Schädel und dann Pow! Das wäre lustig gewesen, ja. Du erhältst den Masterschlüssel. Eröffnet dir den Weg zum Boss dieses Dungeons. Das finde ich doch einigermaßen spitze. Da. Davon abgesehen, ich glaube. Jetzt mal ohne Flachs, wie kommt man an diesen Raum dort oben entlang? Also jetzt hier so im ersten. Also quasi gesehen in der untersten Ebene, aber der schwarze Fleck halt dort oben auf der Karte. Ich glaube nämlich. Weil wenn ich jetzt ganz normal hier weitergehe, dann komme ich ja logischerweise immer weiter hoch. Dann komme ich da ja gar nicht mehr hin. Aber was ist da? Wie kommt man da hin? Midna hat ja nur dort an der, als wir rechts gegangen sind und dort oben bei der Ecke waren, bei dem Rätsel mit dem Sturmbumerang, hat Midna ja nur gesagt irgendwie, dass man ja durch die Mauer gehen könnte oder irgendwie sowas oder so. Wo, aber das kann sich natürlich auch einfach auf das vergitterte Tor bezogen haben. Ich weiß es nicht genau. Also, je nachdem. Entweder ich finde es jetzt gleich durch Zufall nochmal irgendwie heraus, weil wir jetzt gleich ins Bodenlose fallen und dann irgendwie da sind. Oder aber ihr müsst mir das nochmal erklären. Also all ihr Zelda-Experten da draußen. Absolut, das ist falsch. Ja, all ihr Zelda-Experten da draußen, ihr müsst mir das dann einfach nochmal erklären. Weil ich weiß es jetzt in dem Moment tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, kann ja auch absolut nichts Wertvolles mehr da sein, außer Rubinen und so ein Kram. Aber wird mich dann ja doch noch einigermaßen so ein bisschen interessieren, wie man dort jetzt tatsächlich hinkommen könnte. So, okay. Tür geöffnet. Und dann geht es weiter im Text. Okay, so. Was stellt sich uns jetzt in den Weg? Vielleicht auch gar nichts. Naja, irgendwie. Das hört sich sehr nach Fledermäusen an. Nee, Quatsch, nicht Fledermäuse. Ugh, ich hasse es. Ja, Ratten. Oh. Ich glaube, es ist sogar gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Weil, lass mich raten, wenn ich auf die falschen Plattformen gehe, dann falle ich irgendwie runter oder so. Kann sein. Moment. Wir gehen jetzt mal immer so genau so hinterher. Ja, jetzt weist mir den Weg. Das finde ich sehr schön von euch. Ja, dann mal so links hin und dann so da rechts hin und dann so und dann so gewissermaßen da sein. Okay, das finde ich schön. So, und jetzt weiter hüpfen, weiter hüpfen, weiter hüpfen, weiter hüpfen. Oh Gott, ja. Ja, gut, okay. Das machen wir jetzt wieder mal normal. La 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 la.
Und meine süßen kleinen Echsenkrieger. Ach, das sind ja normale Echsenkrieger. Echt mal. Hattet ihr irgendwie kein Geld mehr für Rüstung oder so ein Kram? Hätte ich euch den Scheiß kaufen sollen? Meine Fresse. Ich kann mich vor Geld kaum retten. Das ist echt doof, wenn Bösewicht dann irgendwie das Geld ausgeht zum Ende des Spiels. Weil dann fühlt man sich als Held so ein ganz kleines bisschen verarscht. Au. Okay. Ja. Moment. Was ist das? Was ist... Kann ich... Also kann Midna mir hier helfen? Vielleicht? Hoffe ich? Oder auch nicht? Hä? Oder... Oder muss man sich doch da dran ziehen mit dem Greifhaken? Es sah jetzt im ersten Moment nicht so aus, aber... Vielleicht geht das ja tatsächlich. Tatsächlich? Wow. Okay, er hält sich da fest. Super Sache. So, wie weit... Ja, kann sich schön weit nach vorne ziehen. Mm, oh, das hat Stil. La 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 la. Ich meine, irgendwie in Ocarina of Time war es natürlich schöner, dass uns der rote Teppich ausgerollt wurde und wir dann so nach und nach irgendwie halt den ganzen Turm erklimmen durften. Aber dann ist das hier halt so. Und ja, gut. Ja, jetzt sind wir nochmal ein Stockwerk so weiter nach vorne, nach oben gedrungen. Und jetzt waren halt so solche Typen nochmal da. Und ja, ist auch ganz nett. So, und dann... Ah, das ist witzig. Gleiter-Action! Wuhuhuhu! Das Spiel will es zum Schluss jetzt nochmal wissen. Finde ich klasse. Was war denn das jetzt? Ach komm, ich war doch total da dran. Was ist denn das? Nee, ja, so, komm, aber jetzt, hier, zack, festhalten, 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 wow, 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 bing, 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 so, okay. La, 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 irgendwie ist das seltsam, es hat sich gerade seltsam angefühlt, aber jetzt ist das Spiel wieder normal, alles klar. So, wir können weitergehen, weitergehen, weitergehen. Was ist da noch? Bist du jetzt wieder so ein komischer... Ja, du bist wieder so ein komischer Eisenritter. Ja, du siehst irgendwie total cool aus. Bist du irgendwie was Besonderes oder so? Sollst du was Besonderes darstellen? Ich glaube ja. Soll sowas Ähnliches darstellen wie eine goldene Rüstung, kann das sein? Es sieht auch irgendwie... Also, es hat schon was, Kollege, wirklich. Du hast dich sehr in Schale geschmissen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie... Weiß nicht. Also Gold ist immer so eine Farbe, weißt du. Die könnten, da könnten die falschen Leute irgendwie denken, du nimmst dich selber für zu wichtig. Das ist immer doof, wenn man zu sehr den Macker markiert, aber ist okay. So. Zack und zack und zack. Ja, mal so ein bisschen hier so, ein bisschen Helm spalten. Ja, und dann so von hinten. Zack, zack, zack. Und da geht die ganze Rüstung hin. Das ist irgendwie doof, ne? Hm, ja, und dann mach so angreifen. Hm, ja. Da. Das Blöde bei diesen Gegnern in der Tat ist, also wo sie sich wirklich verschlechtert haben im Vergleich zu Ocarina of Time zum Beispiel. Also, wir versuchen jetzt einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben. Der Eisenprinz aus Ocarina of Time, der hat halt mit einer großen Axt gekämpft. Und diese große Axt konnte man nicht mit dem Schild abwehren. Was das Ganze zu einer, naja, sagen wir, schon größeren Herausforderung gemacht hat, oder? Also im Endeffekt, das Problem hier bei dem Kollegen ist halt, man kann seine Schwerthiebe abwehren. Er hat zwar ein verdammt großes Schwert, aber es ist halt nichts Außergewöhnliches. Deswegen, das ist ein bisschen tatsächlich schwach, könnte man so sagen. So, das hier wundert mich jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen. Warum ist hier... Nochmal eine Tür, wo also gewissermaßen das macht für mich gerade irgendwie so gar keinen Sinn. Das ist irgendwie doof. Hm. Seltsam. Okay, gut. Lassen wir das. Lassen wir das in der Tat. Dann gehen wir jetzt an der Stelle eben weiter und zwar einfach hier so lang. Öffnen. Ja. Öffnen, öffnen, öffnen. Masterschlüssel haben wir ja. Und wenn ich jetzt dieses Tor hier öffne, dann befindet sich dahinter irgendwas total Tolles. Ich weiß ja nicht. Eventuell. Oh, wir sind wieder draußen. Es ist schlechtes Wetter. Irgendwie ist es schön. Aber das ist cool. Jetzt haben wir genau zwei Räume in dem ganzen Dungeon nicht gefunden. Also beziehungsweise in den einen kommen wir nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Und in den anderen komme ich nicht rein, weil ich nicht weiß, wie es da hingeht. Aber beide Räume müssen total unnütz sein. Das ist seltsam. Na gut, egal. Wer es mir sagen kann, was es dort gibt und wie man dorthin kommt, dann nur raus damit. Jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, denn ja. Also, das sieht mir doch ziemlich finalmäßig tatsächlich aus. Das Problem an der Sache ist jetzt nur, ich weiß nicht, wie lange das Finale tatsächlich dauern wird. Deswegen will ich an der Stelle jetzt einfach mal ganz kurz einen dramaturgischen Cut machen. Und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder. Genau hier,
beim großen Finale. Es wird sehr schön und sehr lustig werden. Ich war der Herringray, das war The Legend of Zelda Twilight Princess für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Herringray sagt tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.